Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dich einfach mal in einem etwas anderen Setting, und zwar unserem Esszimmer, mitnehmen. Denn hier stehen meine ganzen Geburtstagsgeschenke. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe gerade schon 2 Kuchen gebacken, da habe ich dich auch auf Instagram mal mitgenommen, deswegen ist alles noch ein bisschen, ich bin sehr chillig auch, ne? Ich bin auch gerade einfach hier so ein bisschen in der Jogginghose und ganz entspannt, ganz chillig halt. Muss auch einfach mal sein, der Tag danach ist immer etwas ruhiger und ja, dann zeige ich dir mal, was die verrückten Menschen mir zu meinem 30. Geburtstag alle geschenkt haben. Ja, in diesem Video zeige ich euch natürlich die ganzen materiellen Geschenke, sage ich mal, die ich bekommen habe, aber was mir persönlich immer am wichtigsten sind, sind die Herzen, die man geschenkt bekommt quasi, oder die, ne, die Herzenswünsche, die man so bekommt. Und da freue ich mich immer am meisten drüber, einfach, dass man liebe Worte bekommt und dass einem gratuliert wird. Und das haben mir so viele auch von euch zum Geburtstag gratuliert. Vielen, 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 vielen Dank an dieser Stelle. Das fand ich echt toll und es hat mich super glücklich gemacht und mir ein fantastischen Tag beschert. Und ja, an dieser Stelle nochmal danke an alle. Fangen wir doch einfach mal mit diesen verrückten Teilen an. Die werden hoffentlich in Zukunft meine Softboxen ersetzen und die sorgen auch gerade hier ein bisschen für Licht, neben dem Ringlicht, was hier vor mir steht. Und zwar habe ich das von meinem Freund geschenkt gekriegt. Das ist total verrückt von ihm. Aber ich bin 30 geworden und dann hat er sich gedacht, naja, warum nicht? Und das sind so LED-Dinger und die kannst du dimmen und die sind halt mit Akku und nicht mit, ne, dass man halt diese ganzen Kabel, den Kabelsalat hat und so. Und ja, die finde ich ganz cool. Meine verrückte Clique hat mir eine coole Karte geschickt mit einem, ja, ne, langen Spruch drauf. Und diese geile Perücke, was es mit dieser geilen Perücke auf sich hat, hast du schon auf Instagram gesehen. Und ein paar Bilder kann ich dir tatsächlich jetzt auch mal einblenden. Ja, es ist nämlich so, dass wenn man 30 wird bei uns, dann, ja, und wenn man unverheiratet ist halt auch, ne, dann muss man als Frau Klinke putzen. Das heißt, du bekommst entweder eine Tür vors Rathaus gestellt oder halt auf dem Hof. Und da wir etwas abseits wohnen, habe ich die auf dem Hof gestellt bekommen. Und normalerweise kannst du dich maximal erlösen lassen, wenn eine Jungfrau dich küsst, aber die haben wir hier nun mal nicht. Und ja, eine Jungfrau im heiratsfähigen Alter vor allem. Ja, und deswegen, das ist ein bisschen schwierig und da habe ich halt diese Perücke aufgesetzt bekommen. Normalerweise musst du dir halt die ganzen Utensilien ertrinken quasi, das ist ja auch eine Art Trinkspiel, aber da ich ja keinen Alkohol trinke, musste ich sie mir durch Aufgaben ertanzen, ersingen, mit sportlichen Aktionen irgendwie bekommen, mit Liegestützen und keine Ahnung, ganz verrückte Sachen. Und das war sehr witzig. Für alle. Ach so, das hier ist jetzt kein Angebevideo oder so, ne? Also ich denke, dass sich ziemlich viele darüber freuen, wenn ich jetzt die Sachen zeige. Sei es diejenigen, die mir das geschenkt haben oder auch diejenigen, die das einfach interessiert. Vielleicht kann man das auch so als kleine Geschenkidee sehen oder so. Keine Ahnung. Ich bin ja ein Blumenfan und habe auch allerlei Blumen geschenkt bekommen. Diese wunderschöne Bauernhortensie wird auch sehr, sehr bald bei uns im Garten eingepflanzt werden. Und die habe ich von meiner Schwiegermama in Spee und ihrem Lebensgefährten bekommen, zusammen mit dieser wunderschönen Karte. Und noch ein bisschen was Flachen drin. Und ja, genau, das hat mir echt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Dann war mein lieber Cousin auch da und der hat mir zusammen mit seiner Freundin diese coole Karte geschenkt. Und etwas für meinen Videohintergrund demnächst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch vernünftig in die Kamera gehalten bekomme, ohne dass es mir runterfällt. Es war eine Idee, die die auf Pinterest entdeckt haben. Und so sieht das gute Stück aus. Das sind halt umgedrehte Weingläser, die halt auf so einem Tablett mit einem Glastisch bzw. Spiegeltisch gestellt wurden und dann sind da so kleine Röschen drin. Obendrauf sind das dann Rosenkerzen mit so einer schönen Bordüre und vorsichtig. Genau, und dieses Band, was jetzt hier noch so drum zu ist, ist eigentlich nur wegen der Stabilität, damit es halt nicht umfällt. Es ist halt unfassbar schwer, das zu transportieren. Ich frage mich auch, wie die das hier überhaupt hingekriegt haben. Aber mega cool und da habe ich mich mega drüber gefreut. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die überhaupt kommen. Das war echt cool. Und mir dann auch noch so was Schönes mitbringen. Und das werdet ihr demnächst bei YouTube in meinem Hintergrund auch sehen. Meine lieben Großeltern haben mir
dieses süße Arrangement, nenne ich das mal. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Das ist ja kein Strauß, aber irgendwie, keine Ahnung. Das sind halt echte Blumen und das ist total süß angerichtet. Ne? Voll schön. Auch mit echten Rosen und so. Die auch duften. Da stehe ich ja total drauf. Genau, das habe ich von denen geschenkt bekommen. Und dann war meine Oma wohl bei Douglas. Da war der Akku doch so schockiert, dass er einfach leer gegangen ist. Ne? So, auf jeden Fall hat meine Oma wohl ein bisschen was von Douglas mir geholt. Einmal eine Parfümprobe La Vie Belle von Lancôme. Dann von Dolce & Gabbana Light Blue. Jo. Und von Too Faced in Love Light Prismatic Highlighter. Ist das nicht wunderschön? Oh, ich hole die mal raus. Ich stehe auf die Verpackung von Too Faced. Das erinnert mich so ein bisschen von der Verpackung her an einen Polly Pocket, muss ich gestehen. So von damals, ne? Richtig geil. Aber wenn du ihn öffnest... Oh, riecht nach nichts. Boah, der ist richtig schön. Richtig, richtig schön. Das ist so ein ganz nasser Champagnerton. Ganz dezent. Naja, dezent ist gut. Ne? Hat halt keine Farbe oder so. Also der passt halt zu meinem Hautton richtig gut. Und ja, das ist eins von den Produkten, was ich auch mal mit euch zusammen testen werde, denn ich habe einiges an Schminkutensilien geschenkt bekommen. Die Mädels aus der Clique schenken sich immer zum Geburtstag etwas. Und ich habe so ein mega cooles Buch bekommen. 30 ist einfach fabelhaft von Groth. Ich liebe diese kleinen Bücher. Da habe ich auch richtig viele schon von. Die sammle ich quasi aus Versehen, weil ich die toll finde. Und ein bisschen was zum Naschen und ein Douglas-Gutschein. Da kann ich dann demnächst mal von shoppen gehen. Ja, und halt echt schön verpackt, ne? Da sind meine Ladies immer richtig cool. Das machen wir echt toll. Wir machen das immer so im Umkreis. Wir sind 9 Mädels und 8 schenken dann quasi der einen immer etwas. Und immer die, die vorher Geburtstag hatte, organisiert das Geschenk. Und ja, das ist immer eine super Idee, wenn man in der Clique so sagt, okay, die Mädels möchten sich gegenseitig was schenken oder so. Und dann hat man nicht immer dieses Geld hin und her geschiebe, sondern dass dann immer wirklich eine das besorgt. Und da wir auch immer eine fixe Anzahl von Mädels sind, bleibt dann ja auch immer der Betrag gleich. Und das ist echt cool. Sehr praktisch, kann ich euch nur empfehlen. Das finde ich toll. Es ist immer so schade, wenn man das dann doch irgendwie auspacken muss. Ne? Am liebsten würde ich das genau so stehen lassen. Ewigkeiten. Geht nicht. Ja. So, von meinen ehemaligen Nachbarn, weil wir ja vor 3 Jahren hier eingezogen sind, genau, habe ich einmal einen Douglas-Gutschein bekommen und eine Schokolade, Schokoliebe, Edelvollmilchschokolade, Nussmix, All You Need Is Love and Chocolate. Denn meine ehemalige Nachbarin ist auch gleichzeitig meine Nagelfee und die kennt mich und weiß, dass diese Schokolade sehr gut aufgehoben ist bei mir. Beziehungsweise ihre Verwendung findet, sehr schnell. Genau, von meinen ehemaligen Nachbarn habe ich auch noch diesen Blumenstrauß bekommen. Genau, und das sind echt schöne Blumen, finde ich. Also, ne, die habe ich, glaube ich, nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte die jetzt hier auch noch als richtige Pflanze stehen. Genau, ja, ne? So ein schöner, geiler Naturstrauß quasi. Und von meinen aktuellen Nachbarn habe ich diese Vase geschenkt bekommen. Das konnte ich direkt mal kombinieren und da reinmachen. Und dann noch einen Gutschein von einem Dekoladen bei uns in der Gegend. Und eine süße Karte mit einem Eisbär. Das ist auch so cool, ne? Richtig, richtig süß. Von meiner Schwägerin in Spee, ihrem Mann und dem kleinen süßen Patenkind von meinem Freund haben wir einmal einen Strauß aus deren Garten bekommen. Richtig, richtig cool. Das ist zum Beispiel aktuell blühender Schnittlauch, haben wir auch bei uns gerade. Total super. Und so weiße, oh, die Blumen fallen, oh, okay. Ja, es sind halt Gartenblumen, ne? Und hier diese, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich benutze ja gerne so eine App, die nennt sich PlantNet. Dann weiß ich, wie meine Blumen alle so heißen. Und das hier ist, glaube ich, Kamille. Richtig cool. Dann auch noch diesen coolen Anstecker, wo dich direkt gebrannt mag. Ein Kalender, nicht wirklich. Also so ein Aufsteller, gute Laune für jeden Tag, auch von Groth. Sowas habe ich immer auf der Arbeit stehen. Vielleicht stelle ich mir das aber tatsächlich auch in meinen Video-Hintergrund. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. In Kombination mit den Kerzen, dass ich quasi rosa so im Hintergrund habe. Ich glaube, das wäre mal gar nicht so verkehrt, wenn ich da ein bisschen umdekoriere.
Und dann gab es hier noch ein kleines Kärtchen und das muss ich euch auch mal von innen zeigen, weil das hat so gut gepasst. Von hinten hat sie hier ein Prinzessin Lilifee Aufkleber drauf gemacht. Ja, die Karte muss ich euch zeigen, weil die einfach so gut gepasst hat. Und zwar ist es hier von außen ein Hund mit einer Geburtstagstorte und ja, einem kleinen Geschenk. Und von innen von My Little Pony haben wir hier einen H&M-Gutschein. Es passt doch ein wenig, ne? Das hier gab es übrigens auch von meinen aktuellen Nachbarn, also von unseren ganz direkten Gartennachbarn. Und zwar ist das so eine schöne Außendeko. Das ist sehr schwer, das ist auch Beton, glaube ich. Und da drin ist dann halt noch eine Blume, richtig schön, aber halt so eine Kaktusblume. Die musst du halt jetzt nicht ständig gießen. Das hier gab es von meiner Tante und das muss ich mal eben auspacken. Beziehungsweise, das gab es von meiner Tante, meinem Onkel und meiner anderen Tante, meinem anderen Onkel. Und ja, genau, da ist eine schöne Karte drin. 30 zum Geburtstag, alles Gute. Ja, eine Glückskarte. Und dann gab es noch einen Amazon-Gutschein. Den kann ich immer sehr gut gebrauchen. Und dann hat meine Tante mir selber Socken gestrickt. Die sehen jetzt ziemlich groß aus, aber ich habe nun mal Größe 41, ne? Das müsste passen. Und es passt wie angegossen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Und guck mal, wie schön sie das gestrickt hat. Boah, die werden mich im Winter richtig schön warm halten. Da freue ich mich drauf. Dankeschön. Das habt ihr echt cool gemacht. Ja, richtig, richtig cool. Diese Socken, ne? Ich würde ja auch gern sowohl Zeit als auch Muße haben, sowas zu tun. Ich kann sowas nicht. Ich hatte damals einen Strickliesel und das war's. Da war ich stolz, dass ich damit umgehen konnte. Ja, aber das sind so richtig, richtig schöne Socken. Von meinem Papa gab es dann auch noch ein Videomikro von Rode Microphones. Mega. Das habe ich mir auch tatsächlich gewünscht. Und da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Das ist ein bisschen kleiner, das wollte ich auch so haben. Damit es halt auch irgendwie so ein bisschen portabler ist und nicht so ein Riesen-Oschi-Ding. Und genau, das kann ich mir einfach auf meine Kamera drauf machen. So. Und ja, da freue ich mich drauf. Und ich, ja, das hat auch so ein Puschel mit dabei. Dann hat man auch kein Rauschen und so. Ich weiß nicht, an sich ist die Tonqualität mit der Canon EOS 200D ja ganz gut, die ich ja jetzt auch zum Film nehme. Aber vielleicht wird das dadurch noch besser. Mal gucken. Und auch das gab es mit dazu. Das hat meine Stiefmama tatsächlich selber gemacht. Ich weiß gar nicht, woraus das ist. Das ist irgendwas Flüssiges, was man gießen kann. Und dann hat sie da rein ein Kleeblatt gemacht, was sie voll gepresst hat. Und dann sind da noch so Pusteblumen, Blumenblumen drin, ne? Also genau. Und das ist ein schöner Briefbeschwerer. Das finde ich wunderschön. Echt. Ne? Sieht aus wie ein kleiner Diamant. Und sie hat mir das schon mal erzählt, dass sie sowas jetzt vermehrt in letzter Zeit macht. Und da habe ich ihr auch gesagt, boah, mega. Echt. Wunderschön. Und das Coole an diesen Pusteblumen ist, dass die nicht jetzt irgendwie abgesackt sind oder so, sondern die sind hier wirklich im ganzen Steinchen verteilt. Ne? Das ist echt schön. Und dazu gab es auch noch eine coole Karte. Ne? Und natürlich auch ein sehr schöner Spruch drin. Ich finde es immer so süß, wenn man von den Eltern Karten zum Geburtstag kriegt. Es wird immer irgendwie über die Geburt geredet oder über die, so diesen ganzen Zeitraum, ne? Wenn man ganz klein war oder wenn man noch im Bauch drin war und so. Und ich finde, es ist so eine schöne Herzenssache. Das sind tolle Karten, ja. Das sind richtig tolle, herzliche Karten. Das fand ich ganz witzig. Habe ich von der Kirchengemeinde hier auch bekommen. Ja, weil es wahrscheinlich ein runder Geburtstag war, gab es dann auch noch einen schönen Spruch und ja, und Glückwünsche. Das fand ich echt schön. Von der Vorsitzenden des Pfarreirates. So, genau. Und dann hat auch noch der Pfarrer unterschrieben. Wahnsinn. Ja, ne? Da habe ich mich echt drüber gefreut und auch sehr, sehr drüber gewundert, dass man das kriegt. Die liebe Jana und ich, also Jana mit J und ich, hatten uns ja ein Trash-Paket kurz vor meinem Geburtstag geschenkt. Und da wir beide Maikinder sind, haben wir uns noch beide was reingelegt. Sie hatte meins echt schön eingepackt in so einem Tütchen, damit ich auch bloß vorher nicht reingucke. Habe ich auch nicht gemacht. Ich hatte kein Tütchen dabei gelegt. Ich habe es so reingepackt. Und ja, das hier war mit drin. Das ist einmal von BH Cosmetics, finde ich super. Ein, ja, Smoky Eye Essential 7-Piece Brush Set. Genau. Das ist ein Pinselset. Und da habe ich mich extrem drüber gefreut. Also vielen Dank, liebe Jana. Das ist geil. Das ist einfach geil. Und dann habe ich noch dazu bekommen eine Lidschattenpalette von Trend It Up. Die Color Cube Eyeshadow Palette in so Nude-Farben.
Und da habe ich bislang auch richtig viel Positives von gehört. Das heißt, da freue ich mich richtig, die mal auszuprobieren. Und da habe ich jetzt ja die perfekten Pinsel auch für. Von meiner Mama und ihrem Ehemann gab es einmal eine ziemlich witzige, süße Karte mit ein paar sehr lieben Worten drin. Ja, ja, das muss man ja wirklich sagen. Und ja, das ist privat. Genau. Und dann habe ich noch von meiner Mama die Too Faced Sweet Peach Glow Palette bekommen. Das ist dieses schöne Stück. Ja, man merkt, was ich mir so manchmal gewünscht habe, ne? Und ich habe ja die passende Lidschattenpalette dazu. Und hier seht ihr dann die Palette drin. Es ist so schön, dieses Kunststoff außen herum. Und ja, da ist noch eine Folie auf dem Spiegel, deswegen ist der ein bisschen, ein bisschen blind. Aber genau, dann haben wir hier einen etwas glowigen Blush, den ich einfach richtig schön finde. Dann ein Highlighter. Und der ist richtig kabam und einen etwas dunkleren Highlighter, den du aber wahrscheinlich... Nee, das ist ein Bronzer, oder? Warte. Ja, ich glaube, dass ich den als Bronzer verwenden werde. Genau, dann swatchen wir das hier mal. Sehr dezente, sehr schöne Töne. Und ja, halt sehr ins Peachige und die riecht auch sehr peachig. Ne? Mega schönes Schätzchen. Also, das werde ich hüten und hüten und lieben und benutzen. Benutzen, das ist das Wichtigste an solchen Produkten. Wenn man so schöne Sachen hat, dann muss man die benutzen. Nicht nur angucken, sondern benutzen. Ja, hier ist noch so ein Heftchen mit dabei. Da steht, dass es tatsächlich auch Blush, Bronzer und Highlighter ist. Mega. Ach, wie ich mich darauf freue. So, dann gab es auch noch von meiner Mama so schöne Kugelschreiber. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Das ist so ein Dreier-Kugelschreiber-Set. Das fand ich auch mega schön. Sehr, sehr hübsch. Auch so verspielt, ne? Vom Design her. Folge deinen Träumen, sie kennen den Weg. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Ein kleines Lächeln für deinen Tag. Ne? Das ist toll. Und dann hat sie mir noch so ein Notizbuch mit dabei gelegt. Das ist Blanko. Und ja, da kann ich dann entsprechend die Stifte zum Schreiben benutzen. Beziehungsweise die werde ich aber wahrscheinlich mit auf die Arbeit nehmen. Dann werden sie nämlich auch tagtäglich verwendet. Von einer ganz lieben Zuschauerin, der lieben Steph F., habe ich eine Karte geschickt bekommen und einen kleinen Gutschein von DM auch mit dabei, damit ich auch weiter Futter liefern kann. Und ja, Happy Birthday, Girl. Und sie sagte, dass sie, als sie die Karte gesehen hat, direkt an mich denken musste. Und und ich würde einfach mal sagen, vollkommen zu Recht, da sind Pfingstrosen drauf, da ist... eine sehr girly-mäßige Frau drauf und ich finde es auch wunderschön. Ich habe zwar nicht so ein Walle-Walle-Haar, aber ne? Läuft, fand ich echt schön. Und super lieb von ihr, dass sie an mich gedacht hat. Das fand ich echt, sowas erstaunt mich immer und das rührt mich und das macht mich unheimlich glücklich, weil ich einfach, ich weiß nicht, stecken ja überall Menschen dahinter. Ihr seid auch ja da. Das ist immer so, ne? Wisst ihr, wie ich das meine? Man redet halt nicht nur mit einer Kamera, sondern man redet ja mit Leuten. Und ja, das merkt man dann in solchen Momenten halt auch immer mehr. Von meinem Schwiegerpapa in Spe und seiner Frau habe ich hier einmal eine Kameratasche bekommen. Die hatte ich mir tatsächlich auch gewünscht. Die ist von Backsmart, genau. Und ja, das ist die perfekte Tasche für meine Kamera, damit ich sie auch mitnehmen kann und ja, damit sie portabel ist, damit ich vielleicht auch mal ein paar Outdoor-Fotos machen kann und man keine Angst haben muss, dass es irgendwie kaputt geht. Hier hast du dann auch noch so eine Schutzhülle mit dabei, die du quasi über die Tasche ziehen könntest und unfassbar viele Fächer und, ach, ich zeige euch das mal. Hier vorne hast du Fächer über Fächer und auch hier für die Speicherkarten, für den Akku oder Ersatzakkus in dem Sinne. Dann kann man die aufmachen und hat hier oben wieder Fächer und hier drin kann man die Kamera verstauen. Dann hast du hier noch einen Gurt, um die Tasche halt entsprechend zu tragen und die Fächer, die hier drin sind, die zwei grauen Einlegeviecher, die kann man auch verstellen, dass man das quasi so wie die Kamera halt reinpasst verstellen kann. Ja, ein Luftpolster-Moped. Das kann raus. Genau. Und, ach, was hatte ich hier noch? Genau, die Seitentaschen hast du auch noch. Da kannst du gut was drin verstauen. Wenn man unterwegs ist, vielleicht mal eine Wasserflasche oder so. Oder halt alles Mögliche, was man so braucht. Noch Stativ. Nee, Stativ. Stativ kriegst du da nicht rein. Aber doch, so ein Mini-Stativ könnte man da gut reinstellen. Ja, auf jeden Fall eine super coole Tasche. Und die habe ich mir auch gewünscht, weil
ach, ich habe sie bei Amazon gesehen und ich fand sie super toll und habe gesagt, Mensch, die brauchst du. Und dieses Rot ist auch echt cool, ne? Das gefällt mir. Ja, man kann sie gut tragen. So. Dazu gab es dann auch eine coole Glückwunschkarte. Herzlichen Glückwunsch mit vielen Blumis außenrum zu und Glitzer und Gold. Und ja, ein DM-Gutschein, damit ich wieder shoppen gehen kann. Die liebe Bunny Harmony hatte mir auch ein wunderschönes Paket gepackt. Das hatte ich jetzt hier auch auf meinem Geschenktisch stehen. Und da habe ich euch aber auch schon ein separates Video zu abgedreht, wirklich, wo ich das komplett ausgepackt habe. Genau, und da habe ich mich extrem drüber gefreut. Also, ne, wir schreiben uns auch wirklich öfters immer wieder. Und also das fand ich echt unfassbar. Ne? Bunny, du weißt Bescheid. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich habe mich von Herzen drüber gefreut und ich freue mich noch immer. Und ich habe richtig Bock, die ganzen Produkte dann aus diesem Karton rausnehmen zu können und an den Verwendungsort zu packen, dass man halt auch, ne, das ist eben die Sache, nach dem Geburtstag kann man dann wirklich alles endlich auch mal wegpacken und auch benutzen. Genau, ja, habe ich mich drüber gefreut. Und der Toaster kommt direkt mit zur Arbeit. Meine Kollegen haben mich mit einem Blumenmeer überrascht. Da habe ich zum einen diesen wunderschönen Blumenstrauß bekommen, wo auch die Blumen drin waren, die aber leider jetzt am Verwelken sind. Ich meine, mein Geburtstag ist ja auch schon ein Weilchen her. Und ja, richtig cool. Auch so ein richtig schöner Naturstrauß hat mir mega gut gefallen. Von meinen lieben Kolleginnen habe ich diese mega geile Hortensie gekriegt, die jetzt, wie ihr seht, ganz schnell nach draußen muss und gegossen werden muss. Das ist die Endless Summer. Die ist wunderschön. Mir ist jetzt aber gerade ein bisschen die Köpfchen hängen. Es war wohl ein bisschen warm hier. Und dazu gab es noch diese wunderschöne, echt süße Karte. In rosa natürlich. Und das gab es halt von meiner ganzen Abteilung. Dieses coole Tütchen habe ich übrigens auch von meiner Schwägerin in Spe bekommen. Genau, manchmal hilft nur noch Feenstaub und Glitzer. Dieses Paket habe ich ja nicht unbedingt zum Geburtstag bekommen, aber es kam halt zum Geburtstag an. Und da sind echt schöne Sachen drin, zum Beispiel eine Sekundensprühlotion. Und das riecht nach Kirschblüte und Reiskeimöl. Boah, richtig, richtig toll, finde ich. Badekristalle Pool Party. Ich habe leider keine Badewanne, deswegen wird das weiter wandern, weil für die Füße finde ich das ein bisschen zu schade. Eine Aromapflegedusche, Lebensfreude. Ich stehe auf diese Sprüche, muss ich sagen. Ne? Ich finde es so, so toll. Ich mag diese Bezeichnung davon einfach. Dann eine Sekundenfußcreme. Die habe ich jetzt tatsächlich auch schon in Verwendung, also nicht die, sondern eine andere, die ich auch schon in der Box hatte. Und die gefällt mir richtig gut als Fußcreme, also schon geil. Dann, was ich auch super interessant finde, aber noch nie geholt habe, die Lippenpflege mit Depot-Effekt. Und das ist mit Mandel-Candelilla, weiß ich nicht. Ja, ne, hat halt eine schöne Verpackung und ja, mit sanftem Duft. Oh. Ne? Das hier ist ein Produkt für unter der Dusche und zwar glücklich sein mit Mandarine und Vetiver oder VTV, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall mal getestet. Badekristalle, Hashtag Happy mit Orangenblüte und Pomelo. Eine Schaumdusche, Glücksmoment mit Zitronenminze, Avocadoöl. Ja, oh. Schaumduschen finde ich cool, finde ich richtig toll. Also es gibt immer solche und solche. Manche sagen, das ist total super, ich liebe dieses Schaumgefühl direkt auf der Haut. Manche sagen, nee, finde ich blöd. Also ich liebe es, ich finde es wirklich toll. Und dann gab es noch einen Raumduft und den feiere ich mega. Ja, Nummer 4, Vetiver Mandarine. Mega, ich wusste gar nicht, dass es sowas von Kneipp gibt. Und das ist doch ein toller Duft fürs Badezimmer. Da habe ich jetzt aktuell noch einen anderen von Profissimo stehen. Wenn der leer ist, kommt der auf jeden Fall dahin. Also vielen, vielen Dank, liebes Team von Kneipp. Da habt ihr mir echt eine Freude gemacht. Also mega, richtig cool. Diese Blume habe ich bekommen von auch meinen Nachbarn, aber noch andere Nachbarn. Also ich habe viele Nachbarn, die ich auch eingeladen habe. Und ja, das ist eine wunderschöne Blume für drin. Und die haben wir hier auch stehen. Sowas hält bei uns auch echt gut. Die sind bei uns einfach robust und toll und die blühen ab und zu. Und mega schön. Und ein rosa Blümchen drauf. Richtig cool. Übrigens habe ich diesen Jutesack auch von meiner Mama bekommen. Seehunde waren damals, als ich ein Kind war, immer meine Lieblingstiere. Und Hunde sind es ja nach wie vor. Und Seehunde finde ich auch echt, ihr hört wahrscheinlich gerade meine Spülmaschine, Entschuldigung. Das sind einfach total süße Tiere und die haben mir das
von ihrem Seeurlaub mitgebracht. Richtig cool. Als sie an der Nordsee waren, glaube ich. Oder an der Ostsee? Nee, Nordsee muss es gewesen sein. Ja, voll süß und praktisch. Auch dieses wunderschöne Set von Badefee kam zu meinem Geburtstag an. Und deswegen zeige ich euch das jetzt in diesem Video. Dieses Paket wird dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, deinen Tag versüßen und dem Wort MeTime eine neue Bedeutung schenken. Wir wünschen dir viel Freude mit dem Paket. In Liebe, das Team von Badefee. Ja, und da sind drei extrem, extrem coole Produkte drin. Einmal hier in ganz groß ein Showergel Softly Grape. Und das wird ein bisschen beerig riechen. Und das finde ich echt interessant. Badefee ist auch eine coole Firma. Die haben wirklich hier hinten auch draufstehen, Not Tested on Animals. Und mega, das kommt aus Wuppertal. Ach guck, süße wohl. Freue ich mich drauf. Genau. Dann habe ich hier ein festes Shampoo. Das ist mit Aloe und Kakaobutter und Macadamiaöl und Betain und Vitamin E. Genau. So sieht das aus. Festes Shampoo hatte ich ja auch letztens in meiner Vegan Beauty Basket drin. Also ich komme nicht um diesen Trend rum zu, Leute. Oh, das riecht aber gut. Violet Grape. Hm. Und dann ist da auch noch eine Deo-Creme mit bei. Deodorizing Cream samt weich. Ich habe ja aktuell die von I+M in Benutzung und dann wird das von Ben & Anna folgen und dann kommt das. Und das, sowas benutze ich halt wirklich gerne direkt nach dem Duschen, wenn ich auch meine Achseln rasiert habe. Das ist dann halt auch ein bisschen angenehmer für die Haut und auch gesünder für den Körper, damit halt kein Aluminium oder so in den Körper gelangen kann. Genau, ja, super. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Und diese Verpackung ist unfassbar süß. Also ich musste sie ja leider öffnen, aber es war halt so verschlossen. Und Moment. Komm hier, ein Stück. Und dann war halt hier so das Schleifchen. Und so kommen dann halt auch die Pakete immer an, wenn die einem was schicken. Also ne, auch wenn ihr euch dort was bestellt im Online-Shop, könnt ihr gerne mal unten vorbeischauen. Richtig cool. Ja. Und so finde ich das auch einfach sehr repräsentativ. Auch zu diesem Paket habe ich euch schon ein separates Video abgedreht. Das ist von der lieben Karin L. Und meine Güte, da war ich baff. Da war ich richtig baff, denn ja, absolutes Highlight ist natürlich hier von Love, ne? Die Lidschattenpalette von Hatice Schmidt und der mega geile Bronzer. So. Ach Mensch. Ne? Wahnsinn. Echt Wahnsinn. So, ihr Lieben, jetzt habe ich erstmal so ein bisschen was zum Aufräumen. Ne? Ich muss ein bisschen was wegräumen, ein bisschen was einpflanzen. Und ja, ich hatte einen fantastischen Geburtstag. Ich bin super in die drei reingekommen und fühle mich dort auch schon sehr wohl. Also ich wurde mit freudigen Armen empfangen. Das hat mich einfach glücklich gemacht. Es haben mir alle eine fantastische Zeit beschert, Mensch. Und ja. Es war einfach toll. Ich war sehr oft sehr gerührt und habe mich unheimlich gefreut, wirklich. Vielen Dank, dass ihr diesen Tag so fantastisch für mich bereitet habt. Von Herzen vielen, vielen Dank. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal. Ein Video von mir, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, da würde ich mich extrem drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!